So, ihr Lieben, wie versprochen, wollte ich ja hier nochmal mich melden, wenn hier ein bisschen mehr Action ist. Und die Türen sind jetzt aufgegangen. So, und jetzt schauen wir uns mal an, was hier so passiert. Zack, genau, jetzt hört ihr mich auch. Jetzt geht's los. Oh, ja, war gut, war gut. Ciao. Jetzt kommt natürlich das Entscheidende. Kann der Spieler aus dem Gefühl heraus seine Leistung wiederholen? Wow. War schon sehr gut. War schon sehr gut. Aber da ist auch noch ein bisschen Luft nach oben. So, zweiter Versuch. Na, erst schön positionieren. So, jetzt geht's los. Zweiter Versuch. 0 von 1. Hey! 1 von 2. Sehr gut. Oh, die Freude. Ja, geil. Ja, sehr gut, sehr gut. Ach, guck mal, ja, genau. Bestenliste. Bestenliste. So, er hat jetzt 2. Und jetzt kommt der dritte Versuch. Okay, man muss aber mit einem misslungenen Versuch aufhören. Ne, weil der misslungene Versuch, der wird mental weiterverarbeitet. Okay, das wird jetzt auch dann noch erklärt und da kann man dann das Ganze einordnen. Und jetzt gucken wir mal, was bei Heike los ist. Heike macht ja diese Diagnostik und erklärt gerade, ordnet die Werte ein. Was hat das mit Fußball zu tun? Ne, solche Fragen werden dann oft gestellt. Natürlich, die Körperwahrnehmung ist ja das Fundament. Das ist ja die Grundlage für Flow, für eine persönliche Bestleistung. Also die Körperwahrnehmung muss man trainieren. Das ist das Entscheidende. Und hier. So. Und wie gefällt dir die Messe bisher? Gut. Ja? Sehr gut. Bist du zufrieden? Ja. Magst du nicht im Bild sein? Nicht so nah. Nicht so nah. Gut. Wenn ich so was organisiere, kann auch der Kuchen gehen. Nein. Aber ja, machen wir wieder. Okay. Gucken wir mal weiter. Ja, wir verschicken dann die Informationen natürlich. Ja. Könnt ihr auch schicken, ne? mail@dbvs.org. Einfach, ich hätte gerne mehr Informationen zum Mentaltraining und dann schicken wir Informationen zu. Gebt uns ein paar Tage. Wir sind ja, der ganze Vorstand ist ja hier auf der Messe, auf dem Trainerkongress. Also Mittwochabend kommen wir wieder, dann sichten wir das Donnerstag. Also zum Wochenende hin schreiben wir dann zurück. Ja. Also hier wird es auch immer lauter. Ich weiß gar nicht, ob man das hier überhaupt noch versteht, was ich hier gerade sage. Aber ist schon toll. Ist schon toll. So, ciao. Gut, ihr Lieben. Ich glaube, ich muss dann auch mal anfangen, hier in Gespräche einzusteigen, weil, tja,
Also es ist ja wahnsinnig viel los, 1000 Teilnehmer. Und ja, dann melde ich mich vielleicht später nochmal. Also für einen Eindruck, glaube ich, ist es okay. Wir sind hier direkt an der Front und machen das Mentaltraining bekannt. Vor allem eben das evidenzbasierte Mentaltraining, dass man eben auch ein paar harte Zahlen, Daten, Fakten hat. Man kann die Fortschritte messen und das ist wirklich sehr sinnvoll, das mit einer mentalen Leistungsdiagnostik zu kombinieren. Nicht nur zu reden. Reden ist auch gut, ne? Aber sind halt auch Sportler, die wollen halt gerne auch was machen. Das sind ja keine Persönlichkeitstests, sondern Leistungstests. Die catchen einen immer noch so ein bisschen am Ehrgeiz. Das sind so kleine Herausforderungen auch. Und deshalb macht das absolut Sinn, sein Mentaltraining mit solchen Tests zu kombinieren. Körperwahrnehmung haben wir gerade gesehen. Umgang mit Druck haben wir hier mit der Dartscheibe. Selbstgespräche, innerer Dialog, Frustrationstoleranz, das kann man alles messen. Und da haben wir ein großes Buffet sozusagen an Testverfahren entwickelt. Und ja, vielleicht ist es ja was für dich, wenn du Trainer bist, Trainerin im Verein. Lass doch mal deine Mannschaft durchtesten. Und daraus können wir dann schöne mentale Trainingspläne ableiten. Also ja, dbvs.org ist der Verband, Deutscher Bundesverband Sportmentaltraining. Die Deutsche Mentaltrainerakademie ist das Ausbildungsinstitut. Und ja, wenn du dich irgendwie für Mentaltraining interessierst, dann solltest du dich verbinden mit uns. Denn wir machen das hauptberuflich seit 28 Jahren. Und ja, alle sind hier sehr motiviert, das Ding nach vorne zu bringen. Alle reden ja mal so von, ne? Der Kopf spielt mit, Mentalität. Und wir haben halt ganz konkrete Trainingsprogramme entwickelt, um das zu fördern. So, dann steige ich auch mal ein in die Gespräche und ich melde mich dann später nochmal. Bis dann. Ciao, ciao.